Herzlich willkommen zum 13. Energiehauslehrer-Livestream, wie immer hier auf Facebook am Dienstag um 18 Uhr. Unser heutiges Thema ist Dyskalkulie, auch bekannt als Rechenschwäche oder aber Rechenstörung. Die Begriffe beschreiben alle das gleiche Phänomen, und zwar, dass Personen stark unterdurchschnittliche Rechenfähigkeiten besitzen und das, obwohl die Menschen oder die betroffenen Personen durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent sind und auch, obwohl sie ausreichend geschult worden sind, es liegen auch keine weiteren psychischen Störungen vor, sind auch keine körperlichen Krankheiten, es sind also eigentlich kerngesunde Menschen, die trotzdem richtig schlecht im Rechnen sind. Man weiß bis heute nicht ganz genau, warum. Es gibt so gewisse neuronalen Strukturen, die konnte man identifizieren, aber man ist da immer noch sehr weit entfernt von gesichertem Wissen. Und man nimmt an, dass die Genetik ein stärkerer Faktor ist. Aber tatsächlich ist man auch da noch ganz weit entfernt davon, die Gene zu identifizieren. Das ist immer noch relativ rätselhaft. Insofern ist Dyskalkulie und Legasthenie auch verwandt und sie treten auch tatsächlich häufiger gemeinsam auf. Wie immer, bei uns ist Norbert aus Köln, der uns jetzt erzählt, wie man mit Dyskalkulie-Betroffenen am besten lernen kann. Hallo Norbert. Ja, hallo, wie man unschwer im Hintergrund sieht, wieder live in Köln und nicht mehr in der Pfalz. Und ein unglaublich schönes Regenwetter im Moment raus, die Natur bedankt sich. Und ja, ich zähle also auch keine Regentropfen, das würde auch meinen Horizont übersteigen. Ja, der Obertitel ist ja immer noch Angst vor Mathematik, wobei wir ja schon in den vorhergehenden Streams gesagt haben, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, notwendig ist, vor Mathematik Angst zu haben, weil es das einfachste Fach der Schule ist. Und das gilt ja für die sogenannten normalbegabten Schüler schon. Weil wie geht es denn jetzt jemand, der tatsächlich eine Rechenschwäche hat, also eine Dyskalkulie oder Arithmatesie im Griechischen, was ja immer das Gleiche bedeutet, nämlich Rechenschwäche. Früher hieß es also ganz einfach, zu meiner Schulzeit, alte Bub kann nicht rechnen, geht er besser mal später auf die Bank. Scherz, nee. ja, jetzt haben wir ein Problem, dass wir, sagen wir mal, außer, glaube ich, in Schleswig-Holstein, wenn ich mich recht erinnere, die haben einen Dyskalkulie-Erlass, ansonsten gibt es keinen, also zumindest nicht hier in Nordrhein-Westfalen, so adäquat zum Legasthenie-Erlass, wo es also Erleichterungen gibt, andere Materialien gibt, besondere Rücksichtnahme, gibt es bei Dyskalkulie komischerweise nicht in den meisten Bundesländern. Also muss man mal, mir ist es tatsächlich ein kleiner Ausflug in die Historie, vor 6 oder 7 Jahren passiert, dass ich wirklich bei einem Stufenleiter Mathematik eines Kölner Gymnasiums war, weil ein Schüler nachweislich extrem an Dyskalkulie litt und ihn fragte, wieso er ihm immer 6 gibt. Ob ihm noch nie aufgefallen wäre, dass der immer so eine ganz seltsame Art eigentlich von Rechenfehlern macht. Das heißt, für ihn war Plus oder Minus genau das Gleiche. Die Kommastellen waren auch also nicht so, dass man sagt, man müsste berücksichtigen. Und er sagt, ja, habe ich mich auch schon gewundert. Habe ich gesagt, könnte es sein, dass der Bub Dyskalkulie hat? Dann fragt mich der Stufenleiter Mathematik des Gymnasiums, was ist denn das? Da bin ich fast ohnmächtig umgefallen. Dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen so ein bisschen Literatur geben, dass Sie sich mal schlau machen, weil der Bub macht es nicht, weil er blöd ist, sondern der hat tatsächlich eine Rechenschwäche. Wie gesagt, das ist ja schon erwähnt worden, man weiß nicht so ganz genau, wo es herkommt. Was wir jetzt inzwischen wissen ist, wir kommen auf die Welt und können bis 3 zählen. Ohne dass wir vorher irgendwas direkt nach der Geburt können wir, also direkt nach der Geburt, also noch nicht festgestellt, aber bei Kindern vor Eintritt des Sprachalters hat man, die konnten also noch nicht reden, noch nichts, hat man zum Beispiel 1, 2 oder 3 gleiche Dinge hingestellt. Was weiß ich, Entchen, Puppen, irgendwas. Bei 1, 2, 3 stellt man 1 dazu oder nimmt 1 weg, reagieren die Kinder. Oh, was da? Macht man das bei 4 oder 5 oder 6 Dingen, reagieren die nimmer. Das heißt also, wir können tatsächlich bis 3 zählen, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist ganz spannend. Deswegen auch der alte Volksmund, der kann nicht mal bis 3 zählen. Ja, kommt vielleicht sogar daher, ich weiß es nicht genau. Also es ist schon spannend, was so die Forschung inzwischen alles weiß.
Dann gibt es weiterhin, wenn wir bei den Richtlinien, bei den Vorgaben bleiben, es gibt 2017 vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gibt es Richtlinien zum Umgang mit Schülern mit Dyskalkulie. Aber da ja die Bundesregierung keine Weisungsbefugnis im Bildungssektor hat, mussten das die Länder nicht umsetzen. Also Schleswig-Holstein hat es gemacht, da gibt es einen Dyskalkulie-Erlass. Also alles auch nach Schleswig-Holstein. Nee, ist ein bisschen weit. Und die anderen Bundesländer müssen halt mal schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Festzustellen ist, was ist eigentlich die Dyskalkulie? Was sind so richtige oder schwerwiegende Kriterien, woran man das merkt? Am einfachsten ist es immer, wenn also die, gerade im schulischen, anfangsschulischen Bereich, die 1-zu-1-Zuordnung überhaupt nicht funktioniert, auch schon im vorschulischen Bereich. Also wenn Kinder gar nicht irgendwas zuordnen können. Und zwar massiv, nicht nur so ein bisschen, das muss man ja erst lernen. Auch natürlich so Dinge wie Längenvergleiche, Größenvergleiche, Zuordnung überhaupt von Mengen. Das sind so Dinge, die Zählfertigkeit. Wobei ich direkt da drauf komme, wenn ich Lehrer höre, Lehrer meine ich jetzt auch die Punktsternchen innen, Lehrkräfte vielleicht, Kräftinnen gibt es ja nicht, Lehrkräfte, die sagen, ja, hört auf mit den Fingern zu zählen. Sage ich, Leute, für was hat man denn die 10 Dinger? Man kann bis 10 zählen an den Fingern, wunderbar. Macht das bloß, haltet eure Kinder, wenn ihr merkt, die kommen im Zählen nicht so ran, haltet die an mit den Fingern zu zählen. Es ist wirklich wahr, nimmt die Finger. Aufschreiben von Zahlen, auch so ein Thema, was wir halt im letzten Stream sogar im Englischen hatten. In Deutschland sagt man 35, ja, schreibt aber die 3 und dann die 5. Das ist für Kinder, die so eine Problematik haben, ist das extrem verwirrend. 35, ich sehe oft Schüler, die dann zuerst die 5 und dann meistens richtig die 3 vorne dran schreiben, also links davon, aber oft schreiben die 53. Und für die ist es auch kein großer Unterschied. 35, 53, wenn du beide Zahlen, der eine steht links, die andere ist rechts. Was soll das? Das sind so Dinge, wenn man das feststellt bei seinem Kind, also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich massiv, oder so alltagsbezogene Rechnungen, ob das jetzt Einkaufen ist, ob das Abmessen von irgendwas ist, von Längen oder Größenordnung, dann kann man schon mal so ein bisschen genauer nachgucken. Was natürlich nichts nützt, dass man denn mit dem Kind dann jetzt anfängt, wie bekloppt zu üben, das macht die ganze Sache noch schlimmer, weil es erhöht den Druck im System. Und wir alle wissen, als Physiker weiß ich das ganz gut, wenn man den Druck in einem geschlossenen System erhöht, entsteht ein Innendruck, weil jeder den Dampfkochtopf hat. Also wenn wir den Druck aufs Kind erhöhen, kommt der Druck von innen noch viel höher und erschwert zusätzlich das Verständnis. Weil wir wissen alle, unter Druck arbeiten wir alle nicht gut. Wer behauptet, er könnte nur unter Druck arbeiten, sollte seinen Therapeut aufsuchen. Also es ist völliger Quatsch. Wir arbeiten nur gut, wenn wir entspannt sind. Wenn wir Freude und Spaß dran haben, dann kann was Gutes rauskommen. Aber nicht, wenn von außen noch Druck draufkommt. Das ist so die Problematik, die wir haben. Jetzt ist natürlich auch in der Schule ein Lehrplan. Die müssen in einer bestimmten Zeit, jetzt in der Pandemie ganz schlimm, weil noch weniger Zeit da ist für Präsenzunterricht in aller Regel, müssen die bestimmte Dinge lernen. Wer den Vorteil hatte, so wie ich zum Beispiel, auf dem Land groß zu lernen, und viel draußen war, hat ein ganz anderes räumliches Vorstellungsvermögen als jemand, der nur in der Stadt oder in Räumen vorwiegend groß wird. Das ist nachgewiesen inzwischen. Ja, und klar, wenn wir jetzt zum Beispiel haben, nehmen wir mal einen Quadratmeter, den kann ich noch gut darstellen. Dann gehe ich mit dem Kind, stelle ich mich hin, sage, gut, ich mache jetzt einen großen Schritt oder nehme einen Gliedermaßstab, wie der offiziell heißt, das heißt der gute alte Zollstock, und lege einen Meter. Da die ja 2 Meter sind, kann ich die abknicken im rechten Winkel und kann so Meter, siehst du, oder 2, nehme ich am besten gleich 2 Gliedermaßstäbe, freut sich die Industrie, dass wir einen mehr verkauft, leg einen Quadratmeter mal auf den Boden. So groß sollte die Wohnung schon sein. Und dann sieht das Kind, ach, guck mal, so groß ist das. Dann kann ich ausschneiden, einen Quadrat Dezimeter, leg den rein, dann sieht es, oh, der ist ja viel, viel kleiner.
schneide einen Quadratzentimeter in einer anderen Farbe aus, lege den dazu und so bekommen die eine räumliche Vorstellung, die Kinder. Viel, viel besser, als wenn man das nur auf Papier macht. Also man muss es wirklich sehen, räumlich sehen. Jetzt beim Hektar wird es ein bisschen blöd. Die meisten Leute haben keine 100 mal 100 Meter große Zimmer. Aber rausgehen, das empfehle ich auch immer Lehrkräften. Geht mal mit den Kindern auf den Schulhof, wenn ihr sowas macht. Und lasst die Kinder 100 Meter mal eine Strecke ablaufen. Das kann man auch Corona-bedingt räumlich sehr schön im Abstand von 1,50 Meter oder 2 Meter machen. Stellen sich die Schüler hin, bup, 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 dann hat man eine Länge von 100 Meter. Dass sie eine Vorstellung bekommen, wie groß ist denn ein Hektar? Oder ein Ar, 10 mal 10 Meter. Das kann man sogar wunderbar auf dem Schulhof darstellen. Also solche Dinge. Kinder müssen das tatsächlich räumlich sehen, wie Größenordnungen sich unterscheiden. Quadratkilometer wird schwierig, gebe ich zu. Aber das kann man ja auch noch beim Sport mal machen, dass man einen Kilometer rennt. Da wissen Sie, wie lang eine Seite von Quadratkilometer ist. Also solche Dinge. Oder beim Rechnen. Die Schwierigkeiten sind ja tatsächlich in den Grundrechenarten, also Plus, Minus, Mal geteilt. Da sind die Schwierigkeiten drin. Weil Plus und Minus ist für die eigentlich relativ das Gleiche. Ob ich jetzt 5 plus 7 rechne oder 5 minus 7, wird schon schwierig, weil der negative Bereich geht, ganz schlimm. Aber die rechnen mal Plus, mal Minus. Oder ob das Komma jetzt eine Stelle nach links oder rechts rutscht, für jemanden, der wirklich an Dyskalkulie leidet, völlig gleich. Ja, der Spruch von der Debatte, das ist jetzt die ganz alten unter uns zwischen Franz Josef Strauß und Herbert Wehner, legendäre Rededuell im Bundestag der 60er Jahre, wo sich Herbert Wehner mal bei einem Redebeitrag um eine Kommastelle behauen hat und natürlich schrie Franz Josef Strauß erbost, dass die Kommazahl nicht stimmt und Wehner antwortete süffisant, wissen Sie, Herr Dr. Strauß, ich habe immer so ein Problem mit den Nullen, besonders wenn sie rechts vom Komma stehen. Ein ganz subtiler für Herbert Wehner, zumindest ein ganz subtiler ironischer Beitrag. Aber das ist tatsächlich die Problematik. Plus kriegt man noch hin. Minus wird schon wieder schwierig. Und da kommen wir auch schon wieder in die alte neuropsychologische Forschung. Ein polnischer oder ungarischer Psychologe, Paul Ransberg, hat damals, ich sage immer, die Ähnlichkeitshemmung erfunden. Man hat es natürlich erforscht, nicht erfunden. Das ist ja nur Quatsch. Zum Beispiel rechts oder in der Kamera rechts, links. Würde man nur eine Hand lernen, das ist jetzt die rechte Hand, so, dann ist die andere automatisch die linke, das braucht man nicht zu lernen. Aber wir lernen rechts und links gleichzeitig und gerade Linkshänder oft verwechseln das ein Leben lang. Also meine älteste Tochter war so jemand, geborene Linkshänder, wurde in der Waldorfschule damals noch auf die rechte Hand umgelegt, die schöne Hand, war so ein Quatsch. Und die hat sich mein L und ein R in die Hand geschrieben, damit sie weiß, wo rechts und links ist. Zum Glück richtig. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei Plus und Minus. Würden die Kinder in der Schule, zumindest nach meiner Auffassung her, laienhaft, gebe ich zu, nur die Plusrechnung lernen, bis sie die perfekt können. Und dann die Minusrechnung. Wäre viel einfacher. Es würde nicht so zu Verwechslungen führen, als wenn man jetzt Plus und Minus gleichzeitig lernt. Berühmte Ähnlichkeitshemmung. Deswegen, wenn Sie mit Ihren Schulkindern zu Hause üben, holen Sie sich, was weiß ich, ein Päckchen Erbsen, Bohnen, irgendwas, was man gut sieht, also nicht irgendwie kleine Staubkörnchen. Oder der gute alte Abakus, ne, mit den schönen Rölleschen dran, den Kugeln. Die Kinder müssen tatsächlich räumlich sehen, dass bei Minus irgendwas verschwindet, irgendwas kleiner wird, irgendwas weniger wird. Weggeht, dass bei Plus irgendwas dazukommt. Und das muss man nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern regelmäßig üben. Wie überhaupt in der Mathematik, das muss regelmäßig geübt werden. Das muss nicht jeden Tag 5 Stunden sein, um Himmels Willen. Machen Sie das jeden Tag spielerisch 10 Minuten. Das hilft. Und natürlich die alte Geschichte von mir immer, das kleine 1x1 auswendig lernen wie ein Gedicht. Das ist auch die ganz wichtige Kiste, dass man das Zahlenverständnis kriegt. Und Zahlenverständnis bedeutet nicht, wenn das Kind zum Beispiel von 0 bis 20 zählen kann und auch wieder rückwärts, dass es eine Vorstellung hat, dass 20 mehr ist als 12. Das kann man nicht automatisch voraussetzen. Das muss man tatsächlich sehen, dass wenn ich
10 Steinchen, Erbsen, Bohnen, irgendwas da liegen habe, dass es weniger sind als der Haufen mit den 20. Es gibt in den USA, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Gerät. Sieht aus im Prinzip wie so eine kleine Fernbedienung für einen Fernseher oder einen Taschenrechner und hat so ein Display, das ist ungefähr so die Größe, 4x6 cm, nicht bunt, sondern in grau-schwarz. Und wenn man das Ding einschaltet, kommt eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und das Kind soll schätzen, wie viele Punkte sind es ungefähr. Und das ist hat man herausgefunden, für Leute, die Dyskalkulie tatsächlich an Dyskalkulie leiden, die Grundvoraussetzung, exakt zu rechnen, wie im Prinzip für alle. Wer nicht gut schätzen kann, wird nie exakt Mathematik beherrschen. Das ist nachgewiesen, Leute. Man muss schätzen können. Größenordnung, wie man so schön sagt, Pi mal Daumen, kann ich jemandem mal erklären, wo das herkommt. Na, die Schätzerei. Ich sage immer, heutzutage auch gerade in den außerhalb von der Grundschule, ich hoffe nicht, dass eine Grundschule schon Taschenrechner verwendet werden. Die Kids rechnen auf dem Taschenrechner, drücken die Tasten, kommt das Ergebnis, was weiß ich, 3000 mal 10 ist 300, weil sie einen falschen Knopf gedrückt haben. Und der wird nicht mehr überprüft, kann das überhaupt stimmen. Ne? Wenn ich mal habe, soll das eigentlich mehr werden, es sei denn, das ist eine Zahl unter 1, wird es auch schon wieder schwierig. Aber diese tatsächliche Grundvoraussetzung, dass ich am Anfang überlege, was könnte denn rauskommen? Wird mein Ergebnis größer? Wird mein Ergebnis kleiner? Solche Dinge muss man mit den Kindern trainieren und viel, viel mehr, als es die Schule leider macht. Abschätzen lernen, die Größenordnung. Ne? Was weiß ich, gibt so schöne Dinge auch im Netz, gibt es ja unglaublich viel Material dazu, wo man schätzt, ne, durchschnittliche Gewicht eines Erwachsenen. Wenn dir jemand 800 Kilo ankreuzt, hat er wahrscheinlich keine so großartige Vorstellung von Gewichtseinheiten. Genauso, als wenn er 800 Gramm ankreuzt für einen Erwachsenen, wäre auch nicht so gut. Ne? Das sind solche Dinge, wo man gerade im Alltag unglaublich schön mit den Kindern auch spielen kann. Ne? Schätz mal, wie schwer ist Papa? Ja, juhu, 3 Zentner. Schade, er hat recht. Nee, aber das nur nebenbei. Solche Dinge kann man wirklich während langen Urlaubsfahrten. Jetzt ist man ja innerdeutsch mehr im Auto unterwegs gewesen. Wunderbare Spiele, die man machen kann. Zähl mal die Windräder, die da stehen. Oder man fährt, ich fahre relativ oft die A61 in die Pfalz runter von Nordrhein-Westfalen. Da stehen im Hunsrück in der Eifel jede Menge Windräder. Da kann man sagen, Kind, guck mal vorne, was schätzt, wie viele Windräder das sind. Gar nicht zählen, schätzen. Bumm, solche Dinge. Oder Strommasten zählen. Oder was weiß ich, jetzt sagen wir, ich stopp die Uhr. 10 Sekunden, zähl mal die schwarz-weißen Begrenzungsstreifen an der Autobahn oder was auch immer. Man kann sich schon was einfallen lassen. Und dann guckt man, man weiß ja, stehen immer alle 100 Meter die Dinger, juhu, juhu. Also kann man ungefähr peilen, wie schnell zum Beispiel jemand fährt. Das sind alles so Dinge, die man im Alltag einfließen lassen kann, die den Kindern sogar Spaß machen. Also das sind solche Sachen. Wirklich im Alltag spielerisch, das am besten jeden Tag für ein paar Minuten mit den Kindern üben. Und mit sagen, ach du grüne Neune, so als Eltern, mein Kind hat jetzt Dyskalkulie und hat natürlich ADS, brauchen wir alle. Und meistens ist auch noch hochbegabt. Und was es alles heute so gibt, wie hat mein befreundeter Arzt zu mir gesagt, du bist nicht gesund, du bist nur nicht gut untersucht. Also man findet immer irgendwas und verabschieden Sie sich von dem deutschen oder dem europäischen Normkind. Das gibt es nicht. Es gibt Kinder, die lernen etwas später. Es gibt Kinder, die lernen etwas früher. Der eine kann dies in dem Alter. Und vergleichen Sie bitte auch nicht mit Schulkameraden. Aber die Eva, die kann das schon. Der Adam kann das schon. Und mein kleines Kerlchen kann das noch nicht. Oder mein Töchterchen. Verabschieden Sie sich davon. Das nutzt Ihnen nichts, dem Kind am allerwenigsten. Sondern versuchen Sie altersgerecht, spielerisch damit umzugehen. Und wenn Sie den begründeten Verdacht haben, dass da irgendwas ist, wenden Sie sich an uns. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, Norbert. Das war es dann heute auch schon mit dem Thema Dyskalkulie. Wir werden jetzt noch auf unserer Homepage noch mal ein paar Tipps veröffentlichen im Laufe der Tage. Wir hoffen,
Ihnen hat der heutige Stream gefallen. Wenn noch Fragen bestehen oder eben Vorschläge für Themen für nächste kommende Streams, dann immer schön in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend noch. Tschüss!